So, hallo ihr Lieben. Es geht weiter mit Alexandrios. Ella, Ella. Wir haben vor der Aufnahme haben wir schon mal angefangen hier. Angefangen, ein bisschen Rüstung anzulegen, ein bisschen zu skillen. Und jetzt werden wir uns um den Zyklopen kümmern. Ich hab doch was gehört. Komm, auf. Komm, Avi, Avi, Avi. So, der erste ist Matsch. Was soll das? Der nächste kommt. Und. Avi, komm, 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 komm. Fletch, Alter, Fletch, hat's gemacht. So, einen haben wir noch, einen Hochfurunkulus hier. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht. Aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldner. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster. Der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Sehr mysteriös. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück.
Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldner? Versag nicht. Nein. Da hat aber jemand hohe Ansprüche an. Das kann man nicht verleugnen. Na. Sehr hohe Ansprüche, der gute Mann. Sehr hohe Ansprüche. So, wollen wir uns jetzt mal hier... Oh, die kann ich schon scheiß blinden. Was war der Schatz? Die Drachen? Lol. Da sind wir mal gestorben. Ja, schick. Aber das soll auch mal vorkommen. La la la. Ja, willkommen bei Loading Screen Online. Oh. Wie heißt es immer so schön? Es brennt. Jemand? Komm. Carlos. Ich will doch nur. Beweg dich doch mal, Alexandrios, hier. Was ist denn los mit dir? Jung. Hättest den Auftrag besser abgelehnt haben. So, Carlos.
Dich hätten wir. Dich hätten wir. Arena-Einladung. Krieger, die Arena von Pefki ist die härteste Arena in der gesamten griechischen Welt. Als letzter lebender Held der Arena suche ich nun die besten Kämpfer von überall her. Hoppala. Damit sie auf der spektakulärsten Bühne und um der Ehre des Vergnügens und der Drachenwillen antreten. Euer Ruf eilt euch voraus. Nur wenige töten so gut und poetisch wie ihr. Bei Interesse sucht mich am Piratenkap oder meinen Partner Maion am Kriegergrab im Pifki auf. Ja, schön. Ja, das war doch mal schick. Oh. Rang 9. Den haben wir besiegt. Uiuiuiuiuiui. Da haben wir aber hier... Schöne Sache, schöne Sache. So, nächste Quest. So, das war das mit der Arena. Alles klar, das machen wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt erstmal das Brennfieber. Bevor wir hier was anderes machen. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen! Ahoi! Falsches Spiel. Und los geht die wilde Reise. Komm schon! Na los! Ella! Ella, Ella! Ja! Ui, da geht's abwärts. Nein! Ella! Hoppla! Nein, geht weg, ihr Wölfe! Nein! Böse Wölfe! Erstmal Meditation. Oh, das sieht ja, das sieht böse aus. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder. Denkt an sie. Noch hast du die Gelegenheit, umzudrehen, Söldner. Ja, was sollen wir machen? Ich weiß es nicht.
Einerseits würde ich sagen, ja, wir lassen sie frei und kämpfen, aber andererseits, man weiß ja nie. Aber komm, lasst wir gehen das Risiko ein. Was? Du bist kein Gott. Bist du? Alles niedergebrannt hier. Wahnsinn. Aber ist jetzt ein blöder Vergleich, aber stellt euch mal vor, jetzt in unserer Corona-Krise, man würde alles niederbrennen, weil irgendjemand Corona hat. Also das ist ja doch mal der Oberhammer, ey. Also würde ich nicht verstehen, wenn man sowas machen würde. Der Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Oh, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Das ist nicht notwendig. Ich wünsche euch eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlermann. Mögen sie dich segnen. Leb wohl, Kina. Gute Reise. Ja, man muss auch keinen armen Mann noch um seine letzten Drachmen bringen. So, was haben wir denn da hinten? Da hinten haben wir noch ein Fragezeichen. Das werden wir doch mal direkt untersuchen. Fragezeichen. XY ungelöst. Eine Hölle. Aber wir werden jetzt, bevor wir das da machen, mit der Höhle. Machen wir die Höhle? Machen wir die Höhle. Wir gucken zumindest mal in die Höhle rein. Alpha-Tier erlegen. Das klingt ja spannend. Aglaki-Höhle. Für alle Tierfreunde, tut mir leid. Oh, seltener Handschuh. Was haben wir noch Schönes? Drachmen. Noch ein bisschen Eisenbrocken. Nochmal zwei Drachmen. Mal anscheinend irgendwas übersehen. Nee, das hat geglitzert, alles klar. Ja, gut. Das war's in der Höhle hier. Schön. Schnell und einfach. Jetzt werden wir uns um Penelopes Totentuch kümmern, oder? Da drüben habe ich habe ja noch was gesehen gehabt, dass da hinten irgendwas mit einer Quest war. Genau da. Halt hier, Pferdchen, hier bleiben. Hier bleiben. Los, hier bleiben.
hier können wir. Wo, da hier. Söldner, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte, Kriusa. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Ich habe von nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut, ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Kranee im Süden. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Ja, dann auf zum Hai. Oh, das ist ja ein ganzes Stück Fettchen. Na los! Und auf geht's! Auf und davon! Ja! Also im Reiten muss ich noch, glaube ich, ein bisschen üben. So. Oh, ein Hund! Meine Güte! Ich bin schon wieder bei über 20 Minuten hier. Zeit rennt! Oha, jetzt wird's spannend. Hey. Die Kette ist da unten. Komm schon. Ja, auch noch gegen Hai kämpfen, ja. Okay, die Touristen kommen auch schon. So, dann wollen wir mal eine Runde. Okay. Wow, ich habe jetzt echt gedacht, ich muss gegen einen Hai kämpfen, aber... Oh, da ist er doch, der Hai. Da ist er! Der Fisch. Nee, du scheiß Hai. Was ist denn? Oha. Thank you.
Ja. Dann haben wir das auch. Zwei Haie erledigt. Wunderbar. Und wieder ab aufs Härtchen. Das Fragezeichen können wir noch mitnehmen. Das ist ja eh gleich hier. Ja! Komm schon. Und auf geht's. Also im Reiten muss ich noch, glaube ich, ein bisschen üben. Ella. Ella, Ella. So. Dann bringen wir jetzt mal schön brav die Kette zu den zwei Turteltäubchen da zurück, die keine Lust mehr haben, Gemüse zu verkaufen. Der Hai hat sich ganz schön gewehrt. Sie muss ihm gefallen haben. Wir können endlich weg. Nie wieder Gemüse. Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier. Ich weiß, wie das ist. Viel Glück. Ein Hai für die Überfahrt. Ja, wunderbar. Jo. Damit hätten wir Stufe 6 erreicht. Chakalaka. Ich würde gerne mal wissen, wohin dieser komische Schmied ist und so, ne? Also das würde ich gerne mal wissen. Das scheint doch wieder nur so eine Hülle zu sein da drüben. Oder ist das der Schmied? Ich weiß es nicht. Ja, komm, kletter mal, Jungchen. Klettern, klettern, klettern. Also zu Fuß ist es halt echt anstrengend, auch wenn es in Anführungszeichen nur etwas über 300 Meter sind. Aber es ist dennoch anstrengend. Boah, Ella. Das hat wehgetan. Was ist denn da? Bleib stehen. Ach, das sind die Höhlen hier. Ah. Hallo. Nein, du sollst doch nicht da runterspringen. Dummes Pferd. Wahnsinn, da springt dieser Bock einfach mal da runter. Was ein Typ. Jo, so, hier ist der Hafen. Sami, Sami, Sami. Ich hätte ja gerne mal gewusst, wo ist hier der Schmied? Da ist der Schmied. Da können wir nämlich ein bisschen was machen. Schmied, ich komme, Schmied. Okay, das ist Fischverarbeiter. Was ist das denn? Der wurde nur eben gerade angezeigt. Das verarschen. Da drüben. Keramikwaren, Auswahl für die ganze Familie. Gerne. So, verbessern. Was können wir denn verbessern? Beziehungsweise, wir wollen es ja gravieren. Gravieren. Kann man dafür das Gravieren? Gilly? Verbessern.
Oha. 81. Schon nice. Komm, das investieren wir jetzt mal. So, den Bogen können wir theoretisch auch verbessern auf 65. Aber den Bogen benutzt man eigentlich so selten wie nie. Können wir auch mal ein bisschen was hier. Ja, machen wir aber einen anderen. So, wir haben die Zeit ein bisschen überschritten. Aber halb so wild. Ist nicht schlimm, auch wenn es ein bisschen länger geht. So, oh, ich wollte zum Hafen. Hafen, Hafen, Hafen. Hafen, Hafen, Hafen. Da war doch eben gerade so ein Kloppo, den wir eigentlich hätten umhauen können. Ja, du machst Schemusik, komm. Oh, sehr unterhaltsam. Highway to Hell. Ja gut, meine Lieben. Somit verabscheue ich mich aus dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö, euer Happy Larry.